Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von On the Road. Heute aus dem berühmten Hengel Steinbruch in Limberg-Meißer. Hier kommt nämlich genau rechtzeitig zum 75-jährigen Jubiläum vom Unimog ein ganz besonderes Fahrzeug zum Einsatz. Ein Zwei-Wege-Unimog, man sieht schon an den Gleisen. Und was der alles kann, das schauen wir uns jetzt an. Ja, der Unimog feiert heuer 75 Jahre. So lange haben wir das Auto in Österreich noch nicht in unserem Vertrieb, aber die Firma Papas verkauft seit vielen Jahrzehnten auch den Unimog. Und da gehört der Zwei-Wege seit jeher zum Portfolio. Ist eine Nische, aber sehr breit aufgestellte Nische, weil unser Kundenklientel da von Feuerwehren bis Eisenbahnbetreiber, Industriebetriebe und Speditionen geht, die allesamt eins verbindet, nämlich ihre Waren auf Gleisen zu transportieren oder Gleise zu servicieren oder auch Waggons zu rangieren. Ja, der Zwei-Wege-Unimog ist für uns eine Nische, aber eine flächendeckende. Wir haben tatsächlich in allen Bundesländern Kunden mit diesem Produkt, der sowohl auf Straße und Bahngleis fährt. Hier haben wir das letzte oder aktuellste Fahrzeug, das wir ausliefern durften bei der Firma Hengel in Limberg, ein Zwei-Wege-Unimog U423 mit Zagro-Zwei-Wege-System. Das ist ein 13,8 Tonnen Fahrgestell, das auch so aufballastiert ist, dass er tatsächlich auch das Gewicht hat. Das benötigt er auch, damit er mit den 231 PS auch dann die Leistung auf die Schiene bekommt. Also die Besonderheit beim Unimog ist, dass er mit den Gummirädern auf der Schiene antreibt. Das heißt, wir haben hier wesentlich höhere Reibwerte als bei üblichen Schienenfahrzeugen, wo Eisen auf Eisen reibt. Hier reibt Gummi auf Eisen. Dadurch bekommen wir große Schub- und Bremskräfte auch zusammen. Zum Thema Bremskraft haben wir hier auch eine 800 Tonnen Waggonbremsanlage verbaut. Dadurch können wir auch eben Gesamtzuggewichte von 800 Tonnen zum Stehen bringen. Eine weitere Besonderheit bei diesem Unimog ist auch der Lufthobel, der für die Gleistrocknung zuständig ist, weil es hier im Betrieb Hengel da besondere Gegebenheiten gibt, weil der Schotter auch nass verladen wird, damit es nicht allzu sehr staubt. Dadurch rinnt auch sehr viel Sand und Gesteinsreste mit Wasser auf die Schienen, machen da eine sehr schmierige Emulsion auf der Schiene, die natürlich die Reibkräfte reduzieren, und mit dem Lufthobel kann man dann eben die Verschmutzung vom Schienenkopf entfernen und hat trotzdem sehr hohe Antriebskräfte, um dann auch die schweren Lasten tatsächlich bewegen zu können. Also um den Bediener ist ja alles ausgelegt, auch durch die großen Panoramascheiben, die tiefgezogenen Seitenscheiben, dass man da auch eine gute Aussicht hat. Und auch die Blickwinkel, die ich jetzt dann so selbst nicht sehen kann, sind hier durch Kamerasysteme sehr gut gelöst. Das heißt, ich kann das Schienenführungssystem über die Kameras beobachten, dass ich auch genau dann beim Aufgleisen die Schiene treffe. Zusätzlich habe ich auch dann hinten zum Ankuppeln noch eine Kamera, die mir direkt dann auf die Anhängekupplung zeigt, wo ich dann auch genau weiß, wann ist jetzt dann das Fahrzeug tatsächlich angekuppelt. Grundsätzlich fangen wir mal mit den Zahlen an. Geht es bei uns darum, dass wir in Ostösterreich einer der stärksten Lieferanten für Bandschotter für die ÖBB sind. Und unser Unimog im Jahr durchschnittlich so um die 150.000 Tonnen verladet und auch sozusagen an die Bahn liefert. Ja, er hat eine kleine Wartezeit gehabt, aber das Warten hat sich gelohnt. Wir sind sehr zufrieden damit und freuen uns sehr, dadurch, dass er auch mehr Leistung hat und mehr Einsatzgewicht hat und natürlich auch größere Strecken zurücklegen kann mit weniger Aufwand. Und es ist halt ein neues Schmuckstück für uns. Natürlich auch ein Aushängeschild für die Firma und für den ganzen Betrieb und unsere Gruppe. Ja, also wir sind schon seit über 20 Jahren mit dem Unimog sehr zufrieden und unterwegs, und auch ein paar knackige Fakten.
Wir haben früher mit unserem alten Unimog ca. 500 Tonnagen oder 500 Tonnen ziehen können. Und jetzt schaffen wir mit unserem neuen Schmuckstück natürlich das Doppelte, also um die 1000 Tonnen sind möglich zu transportieren. Ist natürlich auch von unserem Bahnnetz her sehr maximal ausgelastet. Also wir haben eine Gleislänge von ca. 300 bis 500 Metern und natürlich auch eine enorme Zeitersparnis mit diesem neuen Gerät. Er schafft bis zu 50 km/h am Gleis, aber unser Fahrer selbst sagt, dass ihm das zu schnell ist. Ich glaube, das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Wir sind, wie gesagt, sehr zufrieden damit und hoffen auf viele Tausende, Hunderttausende oder Millionen Tonnen damit produzieren und verladen zu können.